zumindest ist wieder ein Stück Normalität zurück, denn die Clubs in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die dürfen wieder öffnen. Allerdings ist dafür eine Inzidenz von unter 10 nötig. Der Zutritt ist nur für eine gewisse Anzahl von Personen erlaubt. Und viele Inhaber und Clubbetreiber finden das wirtschaftlich nicht rentabel, lassen daher auch weiterhin ihre Clubs vorerst geschlossen. In Sachen Kulturfestivals, da gehen heute gleich zwei an den Start. In Heidelberg beginnt das Sommerfestival Lust for Life, wo auf mehreren Bühnen in der Stadt freischaffende Künstler und Künstlerinnen auftreten. Und ähnlich ist das in Mannheim. Hier geht das Kulturtrag-Festival los. Und Alicia Beisel ist vor Ort. 19.30 Uhr ist da quasi der Startschuss. Was ist jetzt schon los? Also zumindest die Stühle sind leer, das sehe ich. Ja, die Stühle sind zwar leer, aber trotzdem laufen die Vorbereitungen im vollen Gange. Man hört es im Hintergrund schon, dass die Band sich auch schon vorbereitet. Wie gesagt, um 19 Uhr ist Einlass, um 19.30 Uhr geht's los. Letzte Woche war schon so ein kleines Opening, heute geht es dann richtig los für die nächsten paar Wochen. Bis Ende September nämlich schon. Was erwartet uns denn, Herr Bittner, in der Zeit? Bis Ende September wird ja ein diverses Programm verschiedenster Kulturakteurinnen und Kulturakteure passieren. Vom Theater über das Konzert bis zu Partyformaten wird alles dabei sein, für groß und klein, für alt und jung, wird alles hier auf der Fläche geboten sein. Mhm. Wahrscheinlich gibt es ja hier auch ein Hygienekonzept. Sie haben vorhin gesagt, es passen 250 Leute rein, die können sich dann komplett frei bewegen. Es gibt kein Tanzverbot, man kann auch mit einer Picknickdecke kommen. Mhm. Welche Hygienekonzepte oder Auflagen gibt es denn? Also es gibt einmal die 3G-Regel, die für den Einlass gilt, also entweder getestet, geimpft oder genesen, ein Nachweis dazu, berechtigt zum Eintritt. Und dann gibt es auf dem Gelände eine Besucherinnenführung, die eben Wege vorgibt, wo Einbahnstraßen sind und wo nicht. Und ansonsten ist das auf Basis der jetzigen Landesverordnung, das ist das Hygienekonzept. Und ja, wir wollen, dass alle Menschen hier sicher ihren Kultur genießen dürfen. Wir hören so ein bisschen im Hintergrund, die erste Band spielt sich schon warm. Sie haben ja sicher mit den anderen Bands auch schon gesprochen. Wie war denn so das Feedback? Freut man sich wahrscheinlich, wieder da zu sein, ja, also und in seiner Rolle zu sein? Die meisten Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir jetzt gesprochen haben, sind wahnsinnig froh und auch dankbar, dass es jetzt wieder für sie eine Auftrittsmöglichkeit gibt. Und dass sie auch dann wieder, ja, einfach ihre Kunst darbieten können vor einem realen Publikum, nicht übers Internet oder so etwas. Und ja, eigentlich ist Freude so, glaube ich, die Hauptemotion, die die meisten Künstlerinnen uns mitgeteilt haben. Und ja, wir freuen uns natürlich auch sehr, dass sie wieder auftreten dürfen. Es gibt ja auf Ihrer Homepage einen Kalender, wo man sich trotzdem immer noch eintragen kann für gewisse Zeitslots. Können Sie uns das kurz noch erklären? Also jeder Mensch, der gerne hier auftreten möchte, sei es Künstlerin, sei es Veranstalterin, sei es Clubbesitzerin, was auch immer, können sich über die Homepage einfach anmelden mit einem Wunschtermin und Alternativtermin. Und dann ist das einfach so ein Formular, was ausgefüllt werden muss. Und dann werden wir die Anfragen nach Eingangsdatum bearbeiten und werden dann rechtzeitig, schnellstmöglich natürlich, den Künstlerinnen und Künstlern Rückmeldung geben, ob sie ihren Termin bekommen. Und wenn nicht, treten wir mit ihnen in telefonischen Kontakt, sodass das Ziel sollte sein, für jeden, der sich bewirbt, auch einen Slot zu schaffen. Dann sind wir mal gespannt. Wie gesagt, um 19 Uhr ist heute Einlass, um 19.30 Uhr geht's los. Wenn Sie noch spontan zu Hause denken, ich komme noch vorbei, wie immer gilt, es gibt noch Tickets ab 5 Euro. Wie immer gilt, genesen, getestet oder geimpft. Und damit mit Bums zurück zu euch und ins Wochenende. Ja, danke, Alicia. Also machen Sie gerne mit, wenn Sie noch Zeit und Platz haben.